Anfängen, als wir dachten, wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfahren. Ja, Leute, ich finde, wir sehen uns erstmal hier um, weil ich bin ja immer so fucking neugierig und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3. Und ja, der Desmond ist wohl nicht so ganz zufrieden, dass er hier immer in den Animus gesteckt wird. Finde ich ein bisschen unverschämt. Und ja, guck mal hier, was ist mit den seinen Beinen los? Die verschwinden im Boden. Ja, manchmal ist das Spiel echt ein bisschen verbuggt, Eigentlich schade, weil das Spiel ist eigentlich ja schon fertig und trotzdem, dass wir noch immer noch Bugs auftreten. Ja, in den Animus gehen wir gleich. Wir schauen uns erstmal hier um. Gucken wir mal, ob wir überhaupt irgendwo mal herklettern können. Können wir mit dem Dad sprechen und uns gleich entschuldigen. Press any button. Ja? Ich dachte nur, ich sag mal, hi. Du hast im Moment doch viel wichtigere Dinge zu tun. Gott, Dad. Was soll ich denn bitte schön sagen? Ich weiß nicht. Hi, Sohn. Wie geht's dir? Was machst du so? Ich weiß, was du so machst. Nichts. Du hast in einem dreckigen Apartment mit sinnlosen Jobs rumgegammelt, während der Rest von uns gekämpft hat, um etwas zu erreichen. Du bist so ein Arschloch. Oh, du denkst daran, mich nochmal zu schlagen? Aber dieses Mal schlage ich zurück. Naja, Vater-Sohn. Verhältnis ist ein bisschen, gestört. Ich guck mal, ob wir hier irgendwie was. Oh, hier ist nix. Alles klar. Hier können wir auch nicht hoch. Okay. Der Animus ist. Wo ist der denn genau? Der ist. Hier vorne. Was? Lag da hier auf dem Stein drauf? Ja, die sind ja erfinderisch, die Leute. Genial. So, da hoch. Können wir eventuell. Sollen wir mal machen? Wow. Ja, der ist genauso gut im Klettern wie im Animus. Das ist ein bisschen unrealistisch. In den Anfängen, als wir dachten, wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfahren. Vier Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerstören. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht, dauerte es zu lang. 1000 Jahre der Arbeit wären trotz alledem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut, das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter. Doch während wir uns Neuen zuwandten, kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, woran Fleisch scheiterte. Wer ist diese mysteriöse Frau? Hab ich noch nie gesehen vorher. Es geht weiter hier hoch. Okay, hier sieht es jetzt ein bisschen blöd aus, weil da kommen wir nicht rüber. Okay, dann müssen wir hierher gehen. Kommen wir da rüber? Kann er sich da nicht links her schwingen? Das ist doch blöd, Leute. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Kommt da auch nicht hoch. Da bricht er sich das Genick fast, Da können wir leider nicht hoch, Scheiße. Oder ich bin einfach zu blöd. Ich guck gerne nochmal. Ich will das eventuell schaffen. Ey, was macht der Vater hier? Das verfolgt uns. Gehen wir wieder an die Arbeit, okay? Ja, gleich, Dad. Warte mal. Vielleicht kommen wir doch irgendwie da hoch. Aber dass er immer mit dieser Tasche rumläuft, ne? Immer hat er diese Tasche. Na, hier kommt er auch nicht hoch. Ja, tut mir leid. Ich komme da nicht rüber. Oder hier irgendwo vielleicht? Hier auch nicht. Wartet mal. Nein. Desmond. Desmond, ganz ruhig.
kommt er auch nicht hoch. Moment mal, noch ein Versuch. Hier sieht das doch so aus, als ob man hochkommt. Der kann sich doch normal so da festhalten. Da geht's auch her. Guckt euch das mal an, ey. Da oben. Wie kommen wir denn da hoch? Wie kommen wir da hoch? Der will sich nicht an diesem... mit dieser Säule festhalten. Wieso nicht, Desmond? Mann, Desmond. Ich bin enttäuscht. Schade, weil da sind extra so... Na, da kann man bestimmt her. Aber ich schaff's einfach nicht. Ich schaff's einfach nicht, da hochzukommen. Und hier unten ist wahrscheinlich nichts mehr von Bedeutung. Ah, was sind das hier überhaupt für Maschinen, ey? Ah, verdammte. Sinnlos. Schade. Tut mir leid. Ihr denkt bestimmt, oh, der Idiot, da kommt man und so hoch. Kann ich dann leider nicht mehr machen, weil ich wahrscheinlich noch danach wieder eine Folge drehen werde. Und wir hier noch nicht nochmal hinkommen. Aber man weiß es nicht. So. Gehen wir mal zurück. Beziehungsweise wir gehen mal zu der Brillenschlange. Wie hieß der denn nochmal? Also nichts gegen Brillenschlangen. Steht ihm sogar die Brille. Reden wir mal mit dem. Sieh dir das mal an. Was ist das? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Countdown. Und der Symbolik nach zu urteilen, kann man wohl sagen, wenn der hier leer ist, beginnt das Ende. Na, der Desmond hat echt ein bisschen gruselige Augen. Guck dich mal an, wie der aussieht. Sieht aus wie ein Alien, ne? Hallo Desmond. Desmond, wie geht's? Wie immer. Neuer Tag, neuer Vorfahr. Wer hätte gedacht, dass du einen Templer im Stammbaum hast? Ich glaube, er fing als Assassine an. Haben ihn wohl umgedreht. Und wieder hast du recht. Ich habe unsere Archive durchsucht und anscheinend war Hathams Vater wirklich ein Assassine. Und er dann ja vermutlich auch. Zumindest eine Zeit lang. Was hast du noch gefunden? Der Typ aus der Oper, Reginald Birch, Großmeister der Londoner Komtur der Templer. Er und Hathams Vater, ein Mann namens Edward, naja, sie waren alte Rivalen. Anscheinend hat Birch Hatham schon früh in die Hände bekommen und alles versucht, damit Hatham die Seiten wechselt. Ich frag mich, wie er es schaffte. Mal sehen, ob ich mehr finden kann. Okay, such mal. Aber das war doch eigentlich klar, dass Hatham auch irgendwie ein Assassine oder sowas war. Das ist jetzt kein Geheimnis. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles soweit abgesucht. Beziehungsweise das hier links. Ups. Ah, da geht's glaube ich noch hoch, oder? Kommt er da hoch? Ne, kommt da nicht hoch. Alles klar, aber hier rüber? Na, wir können auch hier nichts anfangen mit... Wir können dann nirgendwo hochklettern. Schade. Okay, dann gehen wir mal in den Animus. Bevor wir hier weiterhin unsere Zeit verschwenden. Wow! Meine Güte. So, los geht's. Obwohl, die Frau hier. Was machst du da? Ach, alles Mögliche. Wenn du in Aktion bist, müssen wir dich im Auge behalten. Und in Kontakt bleiben. Ein paar Sicherheitssysteme hacken reicht nicht. Danke. Für was? Ich weiß nicht. Für alles. Du hast viel für mich geopfert. Du und Sean auch. Du hast den Animus aufgerüstet, mich trainiert, mir aus dem Koma geholfen. Du steckst so viel Arbeit in die Datenbank. Hast bei Clays Rätseln geholfen. Ich weiß, es war nicht unbedingt leicht, mit mir zu arbeiten. Das tut mir auch leid. Und ich wollte nur sagen, dass ich, auch wenn ich es nicht zeige, das alles wirklich zu schätzen weiß. Glaubst du wirklich, dass wir hier unten Antworten finden? Vielleicht. Aber mit der ersten Zivilisation zu reden, war immer schwierig. Stell dir vor, wie es für die sein muss. Was meinst du? Zwischen uns und ihnen liegen Zehntausende von Jahren. Eine völlig andere Sprache und Kultur. Ihre Intelligenz ist der unseren weit überlegen. Wir haben Glück, dass sie überhaupt so viel mit uns kommunizieren. Ich glaube, es ist Zeit wieder für den Animus. Okay, dann mal los. Und Don Misero Hetstanyo. Oya awa unde hiya don jadagu. Tone we had a nagerade. Alles klar, wir haben doch geprügelt. Nixiyate huwaya done kero.
Ase kondete jager da oni. Nexia orten on de gadi was taque. Agungue da su awa hu anodun guetzini aut nesago de ogua. Zeuger da suria disax ne hetem. Rageneru quaque ante zini togwenio. Nexi ohondo johawitu, ja de hagone raque. Ginu oro joque templar aguegu tadinia rodarhox. Ne oho otke zonis. Segot ke esu orion o ahigu sogontanu ogot gottossi ne sa garda skarnex. Wo ist Helm denn hin? Wo ist Helm hin? Die Behausungen sehen echt ein bisschen komisch aus. Oni se gerta. Ja, otena gwanek. Gwanek. Redun gedu, te wakilichi runyana. Runaju gedu na deratu danu yoko dunis. Ha was. Nexi dosa izi no kohonda dia hose. Der ist dem wie aus dem Gesicht geschnitten, dieser, ne? Dieser Junge. Der Helm, da sieht man sofort, dass das sein Vater ist. Na, jetzt spielen wir ein bisschen mit den Kindern, cool. Mein fettes, wattes, fettes Lager, ey. Krass. Boah, der Hund, ey. Ich könnte mich draufsetzen auf den Reiten, so groß ist der. Guckt euch das mal an, wie groß der Hund ist. Klasse. Hund. Husch, husch. Boah, was ein Riesenlager, Leute. Allein die Wände zu errichten, ne? Boah. Cool, jetzt spielen wir Verstecken oder was? Ja, genau. Wölfe so groß wie Bären, das glaube ich jetzt nicht. Wo will der denn hin, der Junge? Wir haben natürlich das Kürzeste, war klar. Aska de wat nyawe. Ein Wunder, dass die Kinder überhaupt Zeit hatten zum Spielen, ne? Ich hätte jetzt gedacht, die müssten mehr so arbeiten. Einige Schritte. Wow, wow, wow. Find a shrine without making a mistake. Find a shrine at a given time, okay. In 4 Minuten müssen wir alle Kinder finden, ne? Wie viel waren das denn? Glaube ich 4? Na, verdammt, bist du denn? Na, wo seid ihr denn? Da hinten ist eins. War ja auch nicht schwer, ne? So, der andere Junge. Steckt der sich? Da war ein Wolf, oder was? Okay, was hier? Nächsten Spuren? Können die Leute leider nicht den... Ist da oben auf dem Baum? Können leider nicht den Animus benutzen. Das wäre ganz cool, wenn er uns dann... Animus, sag ich mal. Wenn der uns... Wow, zwei Stück da. Ja. Zwillinge oder was? Animus, hab ich schon gesagt. Ja, es wäre cool, wenn wir die Spuren dann gelesen könnten, so.
Leider nicht. Ist noch ein Kind übrig wahrscheinlich. Das Gebiet jetzt ein bisschen größer. Wo ist der Herr denn? Vorne bestimmt, ne? Erstmal Spuren analysieren. Ist auch hier drin. Hallo? Ich sollte gerade interact. Ist nicht da drin, okay. Ach man, da stand auch irgendwie Find Children without making a mistake. Das, wir haben jetzt einen Fehler begangen, da war der nämlich dann nicht drin. Schade. Hier sind Spuren auf jeden Fall. Das habe ich gerade irgendwie gar nicht gesehen. Da wird das Kind auf jeden Fall da drin sein. Ja, ja, natürlich. Nächstes Mal. Kommt heim, Kinder. Oder wo gehen wir jetzt hin? Lustig, so einen kleinen Jungen zu spielen. Wo wir jetzt nur den Helden, den großen, starken, breiten Mann kennen werden. Was ist denn hier vorne? Reh, ja? Did the water eat your loony? Easy, he's a yacht away. Oscar, Degini, Asa, the Yerdi. Oscar ist also eins. Stecken wir uns denn am besten. Einige Plätze. Wir versuchen ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter weg zu laufen. Komm schon. Find somewhere to hide. Also finden wir irgendwas, um uns zu verstecken. Ich versuche mal ein bisschen weiter weg zu laufen. Ja, nicht dieser blöde Haufen. Hier vorne waren auch schon welche. Da vorne waren welche. Können wir uns am besten verstecken, Leute. Ah, viel Zeit haben wir nicht mehr. Wenn wir uns hier in den Stapel verstecken. Oh fuck. Wer ist das? Was haben wir hier? Ey, die kennen wir doch. Das ist Lee. Du kommst mir bekannt vor. Wo habe ich dich schon mal gesehen? Das war aber nicht nett. Lass mich los! Oh, hört euch das an? Es kann sprechen. Klug, dein Held. Und lebhaft dazu! Wir haben Fragen an eure Ältesten. Sag uns einfach, wo dein Dorf ist, Bursche. Dann kannst du gehen. Tu, was er verlangt, Kind. Ich brech dir den Hals, weißt du? Nur ein bisschen mehr Druck. Und knack. Schon ist dein kleines Lebenslicht verloschen. Du bist ein Nichts, nur ein Staubkorn. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Die Weisesten unter euch erkennen die Zeichen der Zeit. Sie werfen sich uns zu Füßen und winseln um Gnade. Doch du nicht, scheint es. Nein. Du klammerst dich an euer Leben, bist zu dumm, es zu begreifen. Aber ich bin kein Unmensch. Ich verschone dich, damit du deinem Volk davon berichten kannst. Lass sie wissen, je früher wir bekommen, was wir wollen, desto eher könnt ihr zurück zu eurer primitiven Existenz. Ein guter Tausch, oder nicht? Wie ist dein Name? Charles Lee.
Warum fragst du? Damit ich dich finden kann. Da freue ich mich drauf. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso, was mit dem Jungen passiert? Beziehungsweise mit dem Shorts Lee, was mit dem passiert? Was soll das denn? Scheiße, nur noch mal zurück. Verdammt, ey. Aber was ist mit Haven? Oh Mann, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Dass die jetzt auf einmal gegen die Indianer sind, die haben die doch befreit und denen geholfen. Ja! Oh fuck, ist. Oh nein! Shit! Fuck, warum brennt hier alles nieder? Nein, 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 nein. Verflucht. Was ist hier passiert? Fuck, wir müssen zu unserer Mutter. Shit, hier brennt alles nieder. Das gibt's doch nicht. Verflucht. Oh, geh doch drunter einfach, mein Junge. So einfach drunter herrutschen können. Scheiße. Verdammt, schnell! Raus hier! Geht doch. Scheiße, wo ist die Mutter? Mutter, da ist sie drin. Kommen wir da rein. Kommen wir da rein, da rein, da rein, da rein. Leute. Scheiße. Anderen Weg reinfinden. Anderen Weg reinfinden. Können wir hier hochklettern? Oh, komm schon, bitte. Okay, laufen wir mal rum. Wow. Schnell, unsere Mutter. Oh, scheiße. Shit, warum ist da... Ah, verdammt. Komm schon. Du kriegst das Ding nicht hoch. Shit. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dieses Land hat mehr zu bieten als nur Schmerz. Du gibst den Menschen Hoffnung. Geh zurück nach Hause! Wir gehen nirgendwo hin, Bastard! Du gibst ihnen Zuversicht. Sie werden kämpfen und sie werden sterben. Doch schon bald werden sie sich für ihre Freiheit erheben.